Heute war es so, wir spielen nicht so gut, aber sind zur Halbzeit 3-0 vorne, weil wir halt in drei Aktionen wacher waren, das natürlich dann auch sehr gut ausgespielt haben und ja, eben die Einzelspieler in den Aktionen auch gut reagiert haben und es gut gemacht haben. Auf dem Platz haben wir uns sicherlich angeschaut untereinander und haben gesagt, hey Jungs, wir müssen jetzt ein bisschen mehr zeigen. Stuttgart ist sehr aggressiv, sehr bissig. Sicherlich liegt es damit zusammen, dass sie einen neuen Trainer haben, dass jeder Spieler zeigen wollte, dass er auf ihn Verlass ist im Abstiegskampf. Aber wir haben nicht so das Mittel dagegen gefunden. Und dann ist es natürlich wichtig, ein Tor zu machen. Das haben wir dann gemacht. Haben aber, wie gesagt, Glück gehabt, dass der VfB in Führung geht. Ja, man merkt, dass er sich hier noch wohlfühlt, dass er hier das alles noch kennt. Er weiß, wo die Tore stehen. Wie man so sagt. Genau, und deswegen freut es mich natürlich für ihn, dass er heute so stark ausspielen konnte. Wir haben als Mannschaft noch nicht das, was wir wollten. Wir haben eine Hinrunde gespielt, die nicht gut war. Wir haben viele Punkte versemmelt, aber wir haben auch den Glauben zurückgewonnen, vor allen Dingen jetzt an diesem Spieltag. Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, okay, es ist nach wie vor alles möglich, wenn man sieht, wie dieser Spieltag gelaufen ist. Jeder schlägt jeden. Müssen wir einfach da sein. Jetzt, wir müssen die Spiele gewinnen, auch auswärts gewinnen. Und das haben wir geschafft heute. Deswegen sind wir sehr froh. Jetzt wollen wir Mittwoch noch das Pokalspiel gewinnen. Und dann haben wir schöne Weihnachten.